Ja. Och Mensch, so viel zu tun. Ist eine Menge. Wo fängt man denn da an? Ich habe schon irgendwo angefangen. Ich würde sagen, von oben nach unten einmal durch. Oder? Okay. Ich kann so sagen, was du. Fliegst du? Fliegst du? Fliegst du? Ich fahre, ja. Ich fahre. Du schwebst. Schwebst du? Schwebst du? Oh, okay. Oh ne, das war der falsche. Okay, dann nicht. Der andere gelbe, Entschuldigung. Das andere Gelbe. Gelb, gelb, gelb ist alles, was ich habe. Gelb, gelb, gelb. Ich will auch einen Drachen haben. Gelb, 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 gelb sind alle meine Farben. Gelb, gelb, gelb ist alles, was ich lieb. Darum liebe ich alles, was so gelb ist, weil mein Mann ein Postbote ist. Danke, Iron. Aber Footus ist gar kein Postbote. Ja. Was noch zu Geld passen würde, wäre noch Bauarbeiter mit wenig gelben Helm. Nee, dieses spielen alle schon bei YMCA, es geht nicht. Dann doch lieber die Farbe Blau. Zu Blau würde mir als allererstes so ein Blaumann einfallen. Das heißt so Sanitäter. Sanitäts, also nicht Sanitäter, sondern Sanitär. Naomi carries now. Ja, mein Dorf hat mir nur arme Luke. Der Kitty Man Song. Iron Dank für die 15 Bits. Nee, das ist Wellerman nur mit Kitty quasi. Die Katzenversion von Wellerman. So, so, die miauen dann so rein. Jein. Warte, ich kann es gleich nochmal abspielen. Ihr könnt das einmal hören. Wenn ihr den Stream dann natürlich macht. Ja, ich musste kurz das anmachen. Sonst ist richtig doppelt. Das ist halt mega weird dann. There once was a cat with a hungry belly. The name of the cat was Whiskers Jelly. His throat was dry and his bowl was bare. Meow, meow, fairy cats meow. Soon may the kitty men come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. Okay, das ist cool. Das ist richtig geil. Richtig, richtig geil. Gibt auch eine lange Version davon. Das ist echt geil. Ja. Ich muss mal wieder Sachen verkaufen gehen. Ja, ne? Mach mal. Ist eine gute Idee. Ja. Ach da, das steht da ja schon. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Brauche ich alles nicht. Ich habe besseres Krams. Jetzt. I'm a kitty cat, and I dance, dance, and I dance, dance, dance. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, dance, dance. War aber nur die kurze Version tatsächlich. Ich habe auch noch eine lange Version. Aber das wisst ihr ja. Ja. Das ist die, Ja, über die sich Frischers immer so sehr freut. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal die kurze Version, damit Frisches das nicht die ganze Zeit hört. Sonst ist er irgendwann selber noch ein Kitty Cat. Ist mir langweilig? Also, Ganz ich habe ein klar, Trauma von, vielleicht. ja. Er hat schon Trauma davon, glaube ich. Er hat da, glaube ich, schon Trauma von. Huch. Ich immer gerne singe, ist statt I'm a Scatman, I'm a Catman. Oh Gott. Ja, gut. Auch nicht schlecht. Catman. Mehr, 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 mehr. Okay. Mehr, 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 mehr. Mehr, 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 mehr. Dann wollen wir aber uns mal aufmachen, ne? Yay! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Miau! Aufstoßen und ins Horn brechen. Ja. Oh nee, du, brechen will ich heute mal nicht.
Das würde ja bedeuten, dass ich mich volllaufen lasse heute. Oh nee, das ist, hier ist zu hoch. Irgendwo an der Seite müsste es gehen. Dann bin ich irgendwo vorher auch runter. Ja, ungefähr da. Genau, hier genau, ja. Eigentlich auch eine Quest geben, ja, bei der da gibt's welche. Oh. Ist sogar mal etwas, was ich auswendig weiß. Hab ich schon mal gesagt, dass ich schlimm bin? Manchmal. Was Ohrwürmer angeht. Ja. Ich hab Wetterball im Kopf. Sehr gut. Ich habe nur Kittyman im Kopf. Letztes Fetz sprach der Frosch und sprang in den Mixer. Oh nein, auch Iron. Ich kenne das nur, Letztes Fetz sagt, der Mensch springt auf die Mine. Oh. So kenne ich das. Das wird nicht besser. Ich weiß. Wird noch schlimmer. Wir müssen hier so Kisten sammeln jetzt. Ach du Scheiße. Ja, das war das. Stimmt. Das mit dem Schweinchen kam ja erst später. Soon may the Wellerman come. Ich glaube, das Lied packe ich nochmal in Vollversion rein. Ja, Vollversion folgt ja gleich irgendwann. Wenn wir wieder ruhig stehen. Dann folgt die Vollversion. Ja gut, fast Vollversion. Ich glaube, die direkte habe ich leider nicht. Oh Gott, ja. Die Fischan hier. Anaria Scholla. Gesundheit. Richtig. Miau, 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 miau. Ich habe mal gesagt, dass ich hasse, ein Magier zu sein. Ich werde die ganze Zeit, ich werde die ganze Zeit unterbrochen, ja. Ja, das ist ein bisschen tricky, ja. Das ist schon. Verliere immer der Gurkenboss verliert immer mehr HP. Oh, überlebt leider. Ja. Ich weiß noch gar nicht, wie man die Leiste wieder vollkriegt. Ich habe diese Regel von dem Spiel noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, man kann HP auffüllen, indem man wieder halt Geld cheert oder also Donation etc. Besser noch nicht ganz genau. Nee, ich leider auch nicht. Also ich weiß, wie man Damage kriegt und die Leiste runtergeht. Also angeblich durch Donation, aber durch Donation kriegst du auch Schaden. Deswegen ist das so ein bisschen... Ja. Ja, mal gucken. Beobachte das noch eine Weile. Ich finde es auf jeden Fall cool. Gibt's glaube ich auch noch nicht so lange bei Stream Elements. Das ist, was ich habe, ist ein Bombenentschärfungsspiel. Das benutzt keine Sau. Das heißt Minesweeper, ja. Nein, nicht das. Das hat aber jeder. Mhm. Aber ich glaube, bei Minesweeper weiß auch keine Sau, wie es funktioniert. Ne, tatsächlich nicht. Also ich zumindest nicht. Ich bin also einfach nur drauf. Ich weiß, wie es funktioniert. Es gibt es auch im WoW auf dem Jahrmarkt, da kann man auch Minesweeper spielen. Ah, oh Gott. Nur wenn du da auf die Bombe trittst, bist du tot. Ja. Ja gut. Wie sieht es eigentlich aus mit eurem Buff? Läuft der noch oder ist er abgelaufen? Wir haben keinen Ausdauerbuff mehr. Okay. Weil meinen habe ich gerade aktualisiert. Jetzt bist Flubber. Du full fresh of life. Flubber. Also bei Stream Elements und bei Stream Avatars könnt ihr euch jede Menge Spiele einstellen. Problem ist,
da ich sowas nicht konfigurieren kann, ich keine Ahnung davon habe, ich habe in dem Format nicht aufgepasst, habe ich da ein kleines Problem. Weiß nicht, wie es geht. Das ist das einzige Spiel, wo ich weiß, okay, durch gewisse Sachen verliere ich HP. Ich weiß nur noch nicht, wie sie sich auffüllen. Ich weiß, dass ich es resetten kann. Da hört es dann aber auch schon wieder auf. Am Flubber. Da ist das Tagebuch. Das habe ich sogar schon. Teufelsfeuer. Eine Blutprobe. Irgendwelche Blutproben müssen wir noch sammeln. Blutiges Blut. Oh, heiliges Blut. Langsam fange ich an zu merken, dass ich ein Heiler bin. Ich mache langsam immer weniger Schaden. Das geht eigentlich, finde ich, bei Heiler. Also, du kannst jederzeit auch auf Schaden umskillen, ne? Also, wenn dann schon ganz Heiler sein und nicht nur in Indies. Die Full Experience. Ja. Ich ganz so gar nicht. Warum, wenn ich in den Zangamarsch mir endlich andere Tiere erfahren kann? Aber aus dem Gebiet hier will ich keine. Hier gibt es nichts von Interesse für mich. Alle Viecher sind hier doof. In Zangamarschen gibt es richtig coole Viecher. Ich mag ja hier diese, diese Wobbeligen hier. Wie heißt die? Nidrochen. Ja, da sind immer ganz coole. Ja, so Netherrochen finde ich geil. Ne, die Dinge hier, da sind da so ein Vieh. Genau. Da werde ich dann auch oft, dass wir die Stallmeister aufsuchen müssen. Aber doch, wir haben irgendwie schon Blutproben gesammelt. Yay, meine Lieblingsquest aus der Welt sind zurück. Meine Lieblingsquests aus der Westen sollen Eskortiermissionen. Oh ja, die sind besonders spaßig. Besonders wenn die vorrennt und dann einfach zurückrennt. Weil sie den Gegner ja unbedingt angreifen musste. Und wenn sie dann zurückrennt und dann nochmal Gegner, rennt sie wieder rein. Nice. Und die laufen so langsam. Am Ende des Tages haben wir dann auch endlich Fliegen. Das wird super. Ja. Sind ja nur noch 8 Level. Und wir haben gleich die 10 Stunden. Jo. Ja. Voll gut. Jo, ho, ho, ne Bolle voll rum. Pfötchen angesteckt hast du mich. Ja. Seid aber auch ungewohnt, mal über die Zeit ein und dasselbe Spiel zu spielen. Mal so richtig reinpickeln, ne? Aber gerade bei MMOs kann man das eigentlich. Da kann man ordentlich Zeit rein versenken. Das stimmt. Oh ja. Ich sag ja nur allein in FF, in wie viele Stunden ich da drin reingeprügelt habe. Besonders am Anfang, ey. Richtig, richtig schön Zeit wird nochmal draufkommen, wenn Fritsch und ich das Roleplay starten. Da wird dann nochmal richtig schön Zeit reingeprügelt. Wenn es irgendwann soweit ist. Hängt von ab, wann diese weibliche
Version von der Klasse. Das wird noch, glaube ich, echt lange dauern. Die haben schon gesagt, das machen die halt echt spät erst. Ja. Die wollen jetzt erstmal die wichtigen Sachen machen. Das ist Content. Ja, gut. Aber das ist auch Content. Für uns ja. Es ist halt eine weitere Rasse. So mal so eine weibliche, die weibliche Form einer Rasse. Ja, hier die Vieras oder? Nein, nee. Rotkabin. Ja. Von, die Tiger? Ja, die weibliche Form davon. Achso, und dann geht das, was hier Iron Felder im Discord postet, ab oder was? Ja, aber wir sind ein Geschwisterpaar zum Glück. Ich habe nur Angst, was Kitty daraus machen könnte. Das könnte ja, etwas. Ich hab ein paar Backstories in der Hinterhand. Du darfst dann frei wählen. Ich sag dir meinen Favoriten, du sagst mir deinen Favoriten. Ich werf die beiden in den Topf und dann wird ausgelost. Oh Gott. Oh Gott. Eieiei. Gewisse Sachen kommen dann erst nach 18, nach 22 Uhr. Ja, zu gewissen Uhrzeiten, ja. Oh Gott. Gut, dass ich viel auf den Chat achten muss. Pass auf, und dann am Ende ist nichts los. Ich muss dann voll Roleplay machen. Oh Gott. Ich hab ja schon Schiss. Was? Wann gewöhnt sich an das Roleplay? Ich bin schon sehr gespannt, wie du dich da schlagen wirst. Ich glaube, du wirst sehr enttäuscht sein. Probier du was studieren. Ich hab mit sehr vielen Roleplay-Anfängern schon gespielt. Ich habe halt auch überhaupt keine Fantasie, das ist das Schlimme. Ich bin ein fantasieloses Kind. Eigentlich gar nicht. So bei der Kindheit habe ich sehr viel. Warum geht das Stroh geht eigentlich immer, ne? Sollte eigentlich immer funktionieren. Bester, warum hast du eine Maske auf? Warum liegt der Stroh? Ich habe schon einen Namen für den weiblichen Charakter. Zeig mir deine Ware. Im Kopf. Zeig mir deine Ware. Was den Nachnamen angeht, müssen wir was uns zusammen überlegen. Aber der Vorname wird Samantha sein. Echt? Samantha. Ja, Samantha. Samantha, ey. Nur ist der Leo, Hallöchen. Nachname ist Beton, oder was? Nein, dann wäre es Louis Beton. Nee, Samantha. Oh, Alter. Samantha. Oh Gott. Ich hoffe, es geht dir gut. Nur reicht, okay. Weiß ich Bescheid. Ich hoffe, es geht dir gut und schön, dass du reinschaust. Louis Vuitton, nur für echte Männer mit mindestens einem 34er Bizeps oder so. Ja, für Männer hat das schon. Ja. Also, vergesst das also auch auf die Bildschirme, sehr gut. No, danke für dein Follow und herzlich willkommen bei den Sanftpfoten. Ich hoffe, es gefällt dir hier. Warum können wir hier nichts abgeben? Weiß ich nicht. Ich sitze noch auf deinem Rücken. Alles gut. Ich habe nur gewundert, warum hier Questmarker ist und da ist nichts. Ich find's einfach nur cool, dass du ein Drache wirst. Ich bin hammerhart, ey. Hat die mitgeschafft. Ah, okay. 50.000 Gold kannst du auch ein Drache werden. Warte, ich hab 209, reicht das? Noch nicht ganz. Ach, schade. Ich glaube, es reicht nicht, noch nicht mal für die Fläche. Ein mitgeradeter. Aber schön, dass du hängen geblieben bist. Freut mich. Gib mir erstmal Geierbuchsen. Ja! Ich kann ja auch gerne. Den Geiern wieder voll drauf geben. Ja, am Viecher. Ja, Mann. Wir zeigen ihnen, was ein richtiger Familienoberhaupt ist. Ihre Hüfte mit dem Hängen geblieben. No. Jo, war das jetzt nicht gemeint? Oh ja, jetzt war es. Das ist irgendwie so der Wurm drin. Oh nein! Nicht dieser komische andere Dings der Wurm da. Mehlwürmer oder wie hießen. Frühstück nennt es manche. Nee, kein Frühstück. Bleib mir weg. Das Thema hatten wir erst.
Bitte nicht noch einmal. Ich bin immer noch verstört von den Würmern in diesem Süßkram-Dingens-Gedöns. Karamell-Überzug. Ja, das ist, verstört mich immer noch. Über alle Maßen. Das ist hier ein Stream anderen Ausmaßes. Ganz anderen Ausmaßes. Ich muss auch dazu sagen, WoW ist nicht der reguläre Content hier tatsächlich. Aber könnte, wenn Dufte das öfters einlöst, auch öfter mal wieder vorkommen. Ja, aber das dauert. Es dauert, aber es kann öfter passieren. Weil Dufte ist fleißig. Dufte sammelt gerne. Ich sammle meine Pünktchen. Vielleicht kommt irgendwo meine Rabattaktion. Das wäre toll. So für einen Monat günstiger, die Hälfte des Preises. Am besten dann genau, wenn alle ihre Punkte eingelöst haben. Genau dann. Außer Dufte. Ja. Ja, ich spiele hauptsächlich FF14. Also als MMO hauptsächlich. Insgesamt spielen wir hier alles irgendwie. Das ist jetzt, glaube ich, auch hier die Federn fertig haben, ne? Ja, die habe ich fertig. Ja, sehr gut, sehr gut. Wo gehen wir denn jetzt hin? Eigentlich spiele ich auf Shiva. Ich habe jetzt aber einen neuen Main angefangen auf Chaos, beziehungsweise auf Phantom. Aber ich spiele auf mehreren Servern. Ich bin jemand, der Twinks liebt, obwohl er in FF14 keinen Twink braucht. Aber ich liebe es trotzdem. Bin nämlich ein Gegner von Phantasia. Ich habe einfach kein Geld für Phantasia. Deswegen gebe ich lieber, also mache ich lieber neue Chars, wenn ich eine neue Rasse haben möchte. Aber hauptsächlich halt Shiva, da habe ich meinen 90er Char, der bald privat gespielt wird. Und auf Chaos bzw. Phantom dann halt meinen neuen Main. So kann ich absteigen. Ist ein Baum. Draxel. Tschüss. Oh Gott, was war das denn für ein Tschüss? Tschüss. Oh Gott. Furchtbar. Seid gegrüßt. War richtig sexy. Ich bin geehrt. Savage Raids habe ich mal versucht. War mit der Gruppe, mit der ich Savage gemacht habe, nicht ganz so meins tatsächlich. Plus wenig Zeit zum Raiden. Ich würde es machen. Aber da brauche ich eine flexible Gruppe für. Aber Kitty und ich, Kitty ist auch mit dem Voice. Meine ich bin Kitty und ich bin auch dabei. meine Co-Gildenleitung. Wir versuchen gerade eine Gilde aufzubauen wieder. Weil es gab ein paar kleine Schwierigkeiten, aber. Ne? Aber ich sag mal, die Gilde hat sich ein bisschen auseinandergelegt. Ja. Und ja, wir versuchen jetzt gerade die Gilde neu aufzubauen und dann halt mit der Gilde mehr zu machen wieder. Genau. Also über Farm, über Raids, über, wenn man mal Bock hat, Story zusammen zu machen oder Relics zu machen. Schatzsuchen oder ja. Zum Beispiel auch mal mit der Gilde vielleicht Just for Fun irgendwo Verstecken spielen. Ja, also da versuchen wir dann wirklich jetzt was aufzubauen. Richtig, wir gehen auch gerne auf Ideen ein, wenn jemand zum Beispiel vorhat, irgendwelche Kleinigkeiten an was anderes zu spielen, wenn die Video zum Beispiel verstecken. Immer gerne vorschlagen. Haben auch einen eigenen Gilden-Discord. Also sowas, wie gesagt, versuchen wir gerade wieder. Wer ist er denn? Also wie gesagt, Savage hatte ich echt versucht, aber mit der Gruppe war es halt gut und zu der Zeit hatte auch wirklich wenig Zeit. Also es lag nicht nur in der Gruppe, es lag auch zeitmäßig. Aber Interesse besteht halt. Ich habe bis jetzt nur einen Savage hinter mir, das war Heidelin. Den ersten vom Endwalker. Ja. Ne? Ja. Erster Kreis. Erster Kreis, danke. Manchmal ist man echt blöd, ne? Weil ich bin dem 4-5 Mal gelaufen und kommt bis jetzt noch nicht drauf. Pandemonium. P1S. Müsste ich eigentlich wissen, weil ich dieses PS1-Spiel gespielt habe, Pandemonium. Achso, ich sollte vielleicht wieder auf Dufte draufsteigen. Also, was? Auf den Drachen. Wait, what? Okay. Nein. Oh, das wird mir doch wieder fett ausgelegt.
Ich sehe die Clips schon wieder. Ich sehe sie schon wieder. Oh, heute wird's richtig schlüpfrig da. Oh, ich hab noch mehr neben ein bisschen entdeckt. Du auch? Ja. Oh, das klingt aber auch. You touch my tralala. Nein, auf dem Drachen vor mir sitzt ein schönes Mädchen. Oh Gott, nein. Nein. Da ist ein Dämon im Boden. Dämon im Boden. Er kann das auch schon nicht mehr ertragen. Er liegt auch nur noch auf dem Grund. Immerhin, das zeigt halt, dass wir echt gute Laune haben. Ja, in der Tat. Aber nur, wo ich gehe von aus, dass du auch FF spielst. Vermute ich jetzt einfach mal. Wenn ja, auf welchem Server spielst du? Und Torkrax, Hallöchen. Ne? Kurz aufgetaucht aus dem Lurk. Ich hab gesehen, dass du in der Liste warst. Ich hab ausnahmsweise mal gestalkt. Huch. Ich hab Dufte verloren. Hey, ich bin hier im Kitchen. Wir müssen den Herrn jetzt hier herausbegleiten, glaube ich. Oh. Ah, nee, das ist der noch nicht, aber irgendwo gibt es eine Begleitliste. Mhm. Aufschieber hier, sehr geil. Ihr passt doch. Ja, mal eine kurze WoW-Pause. Ja. Aber ich muss an diese indische Göttin denken. Ist das nicht die mit den 6 Armen? Kann sein. Ich glaube, das ist so. Es kann durchaus möglich sein, ja. Ich habe mich noch nie groß mit befasst, aber ich meine ja. In irgendeiner meiner Serien wurde das sogar mal erzählt. Meine ich. In irgendeiner Quizrunde, die sie da mal in der Serie hatten. Auf dem Berg? Das ist da oben. Genau, weiß ich es natürlich nicht. Der Hammer ist auch wieder der Klassiker, die aufhaltbare Macht. Auf Blechholz. Aufhaltbare Macht. Schau ich später eventuell noch rein. Muss nun gehen. Alles klar, Novo. Vielen, vielen lieben Dank auch nochmal für dein Follow. Und schön, dass du da warst. Und vielleicht bis später. Würde mich freuen. Bei uns läuft es soweit gut. Glaube ich. Wir haben zigtausend Quests. Die Hälfte der Höllenfeuer-Halbinsel. Ja. Ja. Und nach 2 Drittel haben 10 wir. 10 Stunden. Also, ja. Ja. Warte. Ja, die hat nur 4 Arme. Auf Valeria. Valeria spielen wir gerade. Weil Kitty sich das gewünscht hatte, wegen Mitspielen und so. Oh. Juhu, ab auf die Rakete. Wenn es im Metall da hast du eben. Oh, echt? Habe ich. Und ich habe so viel gelootet. So, jetzt muss ich gucken, wie ich weiterkomme von hier aus. Da, die aufhaltbare Macht. Ja, Tatsache. Ja, das ist der Klassiker. Hm. Wir sind wirklich hier vorbeigekommen. Ja. Außer über Gruppe, glaube ich. Nelle hat. Naja, vorbeikommen kann er immer noch. Dann müssen wir halt wie bei Salami in die Gruppe einladen, dann kann er vorbeikommen. Das muss eigentlich gehen. Eigentlich ja. Ja, geht. Ist halt. Muss nur gucken wegen der Quest-Synchron. Das kann sein, dass genau. Das haut aber. Sonst sollte das eigentlich klar gehen. Dann knallt die Synchro wieder rein. Ja, die ist ja noch drin. Brumm, brumm, brumm. Brumm, brumm, brumm. Du musst keinen neuen Char machen, du kannst mit deinem Main. Wir müssen dich das nur stimmt. In die Gruppe einladen, dann solltest du eigentlich uns automatisch sehen. Ja.
War bei Salami auch so. Müsste ja wieder mit dem Invite gehen, ne? Ja, ja, das, ja, das genau. Geht. Das funzt. Wenn die Jungs das machen, kriegen wir das nicht. Das kriegen wir hin. Oh, ich hab meinen Hut verloren. Überleben. Das habe ich eine Kapuze. Wir brauchen dann halt nur den Scharnamen. Und Server. Und Server. Mehrfachschuss! Endlich, ja, oh je, jetzt geht die Party ab. Er war jetzt so die Party, mit 23. Und ich sag, endlich Mehrfachschuss. So, packe ich mir das so hin. Ich sag, das ist eine Anlehnung an ein Hammer aus Klasse. Auf viele Gegner. Okay. okay. Einer von euch macht das mal kurz mit dem Invite. Ja, aber sicher. Ja. Da kriegen wir hin. Ich sag, ey, endlich mehr Schaden auf alle Gegner. Ey, was geht? Ich bin zu kreativ heute, Mami, hilf mir. Bin nach Hause. Nee, ist nicht. Oh. Nein. Mein Milchshake. Muss mein Milchshake ablecken. Das klingt jetzt auch falsch. Dezent. Ganz dezent. Ja, schlimmer wäre es gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich müsste frisches Milchshake ablecken. Ja. Das klingt noch ein bisschen. Ja. Das war richtig schön cremig und saftig. Ja, das hat für uns auch gezählt, wenn du da mit dem Typen quatschst. Das ist super. Ich hab Tränen in den Augen, ey. Wir haben noch nicht mal Halbzeit. Nee. Egal, das hält wach. Das macht das. Es gibt Energie. Push it to the limit. Nicht aufgeben. Nein, nein, ich gebe nicht auf, alles gut. Bis dann. Never give you up. Gibt's auch, dass ihr den Mode tot stellt? Ich habe noch mehr Missionen gefunden. Kriegt der Jäger ab Level 30. Ja, geil. Wobei, so, Totstellen habe ich, glaube ich. Warte mal, habe ich das nicht sogar schon? Tada! Ich kann mich schon totstellen. Okay. Ich find's geil. Oh nein! Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! No, no! Huch! Ein Geist! Ein Zombie! Töten uns! auf Level 30 wird der Jäger um einiges schneller, wenn er Bahnbrecher skillt. Der Bahnbrecher? Was ist denn jetzt? Achso, das ist, glaube ich, dieser passive Lauftempo-Dings, ja. Ich habe mein hübsches Mützchen verloren. Jetzt habe ich so eine komische Kapuze. Ja, stimmt. Er ist jetzt das Blaukäppchen. Aber sieht cute aus. Blaukäppchen, ja. Das Blaukäppchen. Blaukäppchen. Okay, Dokax ist on. Jetzt könnt das nochmal. Okay. The party started. Let's get the party started. Ich muss jetzt mal alles akzeptieren, was ihr hier tut. Gegenleitung, Gruppenleitung, keine Ahnung von nichts. Hui. Seid der Machtlose. Ja, irgendwo muss der sein, der Große. Ah, da kommt er. Da ist er. So, müssen hier irgendwo noch so ein. Das Ding da aber nutzen. Weiß nicht, was du benutzt hast.
Aber ich hoffe, es hat uns irgendwie nicht gezählt. Hat das bei dir funktioniert? Nee, du hast die Quest auch noch auf. Ich hab's auch noch, ja. Aber ich hatte auch nicht. Das, was du gemacht hast, konnte ich tatsächlich gar nicht machen. Nee, ist bei mir auf rechts an der Seite auch nicht. Ich habe das im Inventar, den Stab da benutzt. Ach, du Grunde 9. Dann haben wir auf den Warten. Aber wir haben noch ein paar Quests hier aufgeploppt. Ach, da ist der Stab. Nein, Stab, der aussieht wie der Alte. Also ein Stab, der aussieht der Alte, aber besser ist. Okay. Ältesten Stab des Lumpenbocks. Nimm mal diese Böcke. Dürfte, wenn du gleich Zeit hast, ich müsste einfach verkaufen. Was wollt ihr, Fremder? So lange habe ich mein Inventar voll. Ja, ich muss auch gleich wieder verkaufen. So, ja, sag Bescheid, ne? Ja, noch habe ich ein bisschen Platz, habe ich noch, aber nicht mehr so viel. Lässt sich ja jederzeit ändern. Erstmal reparieren auf jeden Fall. So, was will ich behalten? Das nicht. Essen behalte ich. Das verkaufe ich, das verkaufe ich, das. Das habe ich schon ausgetauscht. So, behalte ich. Repariert habe ich. Sehr schön. Mögen eure Füße gute Pfeife. Ich bin auch fertig. Also ich sag mal so, Inis spricht ja nicht dagegen, da werden wir ja angepasst alle zusammen. Ja, und Inis sonst stört beim Questen nicht, genau. Richtig, ansonsten halt besuchen ist erwünscht, halt einmischen ist kacke, weil sonst carried ihr uns zu sehr. Ja. Das wird ja durch die Synchro, werden sie ja angepasst aufs Level. Ja, hier bitteschön. Ja, selbst das ist nicht ganz so wild. Rum. Inaxa, ja. BB und viel Spaß im Glück. Danke für dein Glück natürlich auch. Bis ich mitmachen kann, dauert das noch, ich glaube, mein niedrigster Scheiß 45. Wir sind 23 und alles ab Level 10 kann mitmachen. 24 und 23. Nee, ja, eigentlich ab Level 10 kann alles mitmachen. Ja. Ja. Das von Blechwalze, das meinte ich halt gerade. Das, was ich meinte. Achso. Ja, ich dachte, du wärst auf Talkox da im Chat angegangen. Nee, da meinte ich gleich weiß gerade. Ah, okay. Ich würde tatsächlich Dungeons machen, weil dadurch, dass ja wir jetzt neue Leute drin haben, ist bei uns die Quests sich geändert. Die sind quasi wieder resettet. Meine Quests sind alle immer noch gleich. Ja, ich habe die auch noch im Log. Aber wir könnten erstmal ein paar abgeben gehen und gucken. Also ich habe jetzt hier gar keine mehr. Oh. Aber Indies zu Equipment zu kriegen, gar nicht so scheiße. Das wäre eine Idee, oder? Ja. Ja. Haben wir hier nicht sogar schon alle drei durch, bis auf die. Haben wir, aber wir können sie wiederholen, um nochmal Equipment zu kriegen, zum Beispiel. Ja, entweder weil das. Weil das geht ja auf uns, also wir werden ja angepasst auf das, besonders die Indies passt sich uns an, ist ja bis Level 50 und das dadurch kriegen wir auch Loot auf, für unseren Level. Mhm. Genau, es levelt alles mit. Mhm. Na, mal. Hit. Guck grad was. Da will jemand Stress. Was haben wir denn da? Muss ich mir nur meine Sachen hier angucken? Hättet ihr mir alle nicht zeigen dürfen. Mhm. Ja, wir können entweder den allerletzten nochmal neu machen oder alle drei. Je nachdem, wie du Lust hast. Ja, ich würde mich da auch nach Altaria richten, welche wir machen. Ja. Welches mir ist mir egal. Solange wir das Gebiet hier heute noch fertig kriegen. Das schaffen wir. Wir haben noch Zeit. Keine Panik. Ja, ich meine ja nur. Das schauen wir schon. Warte mal. Ja. Also machen wir jetzt hier weiter oder eine Inni? Wir können schon mehr aus einer Inni machen. Alles klar. Wenn alle Bock drauf haben. Dann würde ich einmal kurz nochmal auf Blechwalze eingehen. Blechwalze, wenn du Lust hast.
kannst gerne in die mitkommen. Dann sind wir zu viert, dann rocken wir Ding auf, sind wir zu fünf sogar. Ja, und nee, ja, dann rocken wir das Ding auf jeden Fall. Ja, es geht dann richtig zügig auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann die von letztem Mal oder wollen wir eine andere Indie machen? Also die wir vorhin gemacht haben. Uns die anderen noch nicht wegnehmen wollen, weil wir ja sozusagen dann storybasiert sowieso irgendwann kriegen würden, würde ja, ich sagen, die wir schon kennen, würde ich halt nochmal machen, damit wir uns die anderen halt storytechnisch nicht wegnehmen. Ja, dann machen wir das so, finde ich auch gut. Ja, nicht sowieso, aber das wisst ihr beide. Sonst dreht Fütchens innerer Monk durch. Ja. Mein innerer Monk dreht auch durch, wenn wir hier nicht Kapitel 8 von 8 haben. Ja, Hälfte haben wir schon, ne? Also ich habe jetzt 4 von 8. Ja. Ich bin auch bei 4 von 8. Aber das heißt ja nichts. In zwei Gebieten muss ich dann immer noch mal rumsuchen, wo es weitergeht. Wir haben ja immer 2 Kapitel gefehlt haben. Oder 1. Also 1 bis 2. Ja, das Level ist eigentlich egal. In der Indie wird es ja angepasst. Automatisch. Es wird genau das wird angepasst. Und wir haben ja Level Sync drin und so weiter. Also da musst du dir eigentlich keine Sorgen machen, Blechweize. Weiß nicht, ich bin das so gewohnt, mit einzugehen auf Chats. Ich hoffe, das ist voll und ich hoffe, das alles ist okay. Alles gut. Nimmt mir die Arbeit ab. Ich bin Streamer und Mod gerade zugleich, also nimmt mir die Arbeit ab. Ich habe halt alles eine große Familie. Weil ich bin halt wirklich genau so, alle 20 Sekunden nach rechts zu gucken, ob irgendwas geschrieben würde, wirklich. Ich gucke immer so ein bisschen nach, also immer ein Stück nach rechts auf meinem Bildschirm und da habe ich direkt halt dick und fett den Chat. Wir können dann hier. Es ist halt auch praktisch, wenn Dufti mich mitnimmt immer. Das finde ich gut. Ja, ne? Ja. Sehr solidarisch. Er hat da ein paar Leute auf der Treppe gelassen. Ja. Das ist die stille Treppe. Die stille Treppe. So, wir könnten jetzt. Da kommt gerade noch ein Störenfried. Hallo Fried. Dann teleportieren wir Grino nämlich erstmal hin. Genau. Während Blechweize guckt, ob alles so passt, wie er es möchte. Das kann er ja dann noch entscheiden, ob er den Port annimmt oder nicht. Aber Port ist raus, so. Port. Port ist raus, ey. Porta Potti. Was? Ich und meine 2 Viecher, ey. Eigentlich 3. Salem läuft ja auch mit. Ja. Mit die ganze da. So, Aidaria müsste die Innis einmal resetten. Klickst du Rechtsklick auf dein Bild oben links und dann auf alle Instanzen zurücksetzen. Oh Gott, das hat Beine. Alle Instanzen zurücksetzen da. Ja. Genau. Okay. Yeah, da. Okay. Und dann können wir eigentlich schon rein. Ja, ich würde eben noch kurz wegen Blechbeiz noch gucken. Mm. Er schreibt es gerade nicht, deswegen. Ich hatte Level 23 Hunter. Ja, wie du magst. Wenn du mit willst, kannst du gern machen. Richtig, ja. Muss uns nur den Namen des Charakters geben und den Server, je nachdem, ob du auf einem anderen bist als hier. Dann inviten wir dich. Ich hab jetzt bemerkt, ich habe einen scheiß Bogen. Dufte? Ja. ich kann mit dem Holzding da nicht. Nee, das geht nicht. Nee, das. Also wirklich, bei aller Liebe. Glücksbringer und Beute. Bei aller Liebe, aber. da schreit mein innerer Monk, aber. Eureka. Kann ich.
alles hier jetzt erstmal. Ja. Kann ein bisschen was ändern. Ist das schön. Okay, Tanzpanzer Garrosch. Nur die Füße wie immer nicht. Das ist gut. Das ist. Ja. Yep, annehmen. dann könnt ihr ja schon mal Titanenpanzer porten. Ah, ja. Das war ein Stein, genau. Was macht denn Eva da? Oh Gott! Das war ich jetzt. Ja. Der Eva besteigt einen Stein. Ich habe Fragen. Oh, mein Gesicht sieht aber geil aus. Ja. Da wird auch bei Eberhard etwas, ne? Funktioniert. Oh Gott, ey. Ach, mein Eber ist wieder normal, das ist gut. Er hat auch gerade den Stein beglückt. Naja, da ist der Titanpanzer. Ich hoffe, ich kriege endlich mal andere Füße. Ich habe bisher nichts für Füße gekriegt. Let's go! Das ist bitter. Das ist einfach nur bitter. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Kind, halt. Nehmen wir die Mission wieder mit, ja, in der GTP. Ja, klar, dadurch, dass wir die anderen synchronisiert haben, können wir die sogar nochmal machen. Natürlich mega nice. Und grob so ist das schön. Ja, schon ein bisschen. Können wir auch schon ein bisschen größer die Gruppen machen. Gehen nämlich dann schneller runter. Ach ja, ich hab hier jetzt eine AOE.